So, weiter geht's mit Need for Speed Hot Pursuit und wir gehen machen weiter mit dem Race an heute. Ja, ist nur ein Rennen. Okay. Dann versuchen wir es doch. Und dann würde ich sagen, gehen wir rein mit diesem Porsche hier. Zumindest unter die Top 3 sollten wir fahren. Mal gucken, wie viele Autos das sind insgesamt. Ich hoffe, dass es nur 4 sind. Dann haben wir zumindest die Möglichkeit, einen hinter uns zu lassen. Aber 22 Kilometer, das müssen wir auch erstmal schaffen. Also zweimal Gold haben wir gestern hingekriegt, das mit den Cops. Da war die zweimal schön böse weggenagelt, auch sind mehr Autos. Ich muss mal gerade was gucken, wie das aussieht, ob das Möglichkeit gibt, das Auto während der Fahrt zu reparieren. Scheinbar nicht gerade, oder? Ja, okay. Naja, wie gesagt, wir sollen Dritter werden. 8 Autos sind sie insgesamt, also 7 Gegner. Und 2 dürfen Maximum vorlassen. So, und dann im Skyline. Ich fahr die Dings mit dem Kopf am liebsten. Gerade da hat die Abkürzung eigentlich das ein bisschen gekostet. Der ist aber ordentlich weg da vorne. So, ich hab da gerade ein bisschen den Windschatten. Der Skyline, der zieht mich aber auch ohne Probleme weg. So, den habe ich jetzt überholt. Scheiße, der will mich von die Nase gefahren, als ich ihn platziert. Kilometer noch. Und jetzt haben wir nicht Dritter. Ich will ihn aber auch
bringen zumindest die Viper noch mal kassiert. Jetzt habe ich ihn mal kassiert. Da vorne, das ist ein Auto. Ich ärgere gerade die Viper da hinter mir. Ich bin Zweiter, das ist nicht tragisch, wenn ich mich überholt. Aber dahinter klebt doch einer. Porsche, okay. Jetzt kommen 8 Kilometer noch. Yes! Hab ich ihn. Ohne Probleme durchgekommen. Ohne Probleme durchgekommen. Das muss man auch jetzt machen. Das ist das Wichtigste. Ich habe keinen Schaden irgendwie groß genommen, sondern bin einfach wirklich mein Rennen durchgefahren und konnte dann ein bisschen ansetzen. Keinen Kirschgern mit irgendeinem anderen Auto oder sonst irgendwas. Das hat alles so funktioniert, wie ich das gerne wollte. So, wir haben den Porsche 959 freigeschaltet. Und das ist das Auto, was wir eben gerade gefahren sind. Der nächste ist ein Alfa Romeo 80 Spider von der aus der Performance-Serie. Und den kennen wir ja auch schon damals von den Cops, von diesem verfluchten Rennen. Was ich glaube ich in 7 Versuchen geschafft habe. Ja. Aber wir haben es Gott sei Dank wohl geschafft. Ne, das haben wir Gott sei Dank hat das funktioniert, so wie ich das wollte. So, ein Racer-Ding machen wir noch. Hier haben wir noch ein Zeitfahren. Dann machen wir das Zeitfahren jetzt. Dann haben wir das zumindest auch durch. Weil jetzt noch nochmal so ein hart passiert Aufreger-Ding, habe ich keinen Nerv zu. So, wir fahren den Mercedes-Benz auf jeden Fall, den wir jetzt freigeschaltet bekommen. Oder freigeschaltet bekamen. So, wir sollen auf jeden Fall unter 3 Minuten 33 bleiben und dann hätten wir die Aufgabe auch gelöst. Aber wir wollen natürlich die 3 Minuten 3 schaffen. Aber mal gucken. 3 Rennen haben wir auf Gold jetzt mittlerweile geschafft. Und zweimal mit den Cops. Gestern und heute das erste Rennen. Und jetzt wollen wir das natürlich versuchen, irgendwie klar zu machen. Na dann, let's go, Leute. Wir haben 11,2 Kilometer vor uns, ne? Also verhältnismäßig kurz drin, aber mal gucken. Gerne mit.
wichtig ist, dass wir da vielleicht ein bisschen Zeit gut machen. Ja, ich musste da irgendwo rein, weil ich brauche jetzt mehr Anlauf. Wir haben noch 3,8 Kilometer, wir haben noch insgesamt gut gehört, etwa 45 Sekunden. Ne? Das habe ich ein bisschen zur Zeit gekostet. 23 Sekunden, noch 1,4 Kilometer mehr. Ja, das wird schwierig werden. Na, ah, rechtzeitig noch auf Gold. Wenn diese Scheißkarre da nicht gewesen wäre. Ich glaube, es hat nicht gereicht, ne? Silber. Wenn das Auto nicht gewesen wäre, hätten wir sogar das Ding auf Gold geschafft. Der wollte uns das, das wollte der nicht. Aber egal, wir haben die Aufgabe gelöst. Das ist erstmal das Allerwichtigste. So, und mit den Cops geht's dann morgen weiter.